Ja, gut. Neutral. Och du, eigentlich will ich gerade keine Wracks abbauen. Aber was macht der denn da? Ach so. Naja, der macht das schon. Ich gehe mal zum... Ich gehe mal noch einen Blip weiter. Komm, ich bin neugierig. Ich möchte wissen, was da ist. Wertvolle Objekte. Wo denn? Piraten. Schon wieder ein Piraten-Outpost. Aber wenn wir schon wieder hier sind, auf geht's. Gibt Kohle und zwar ordentlich. Sag mal, was ist das denn? Wrack. Und wo soll jetzt... Ich hab nirgendwo einen Ping gesehen. Doch, da. Ein Sender. Hm. Ja, ja, verschwinde, bla bla. Ich will zum Sender. Ah, Teilnehmer der Operation Exodus. Hashtag 60Y386. Schon wieder. Kann ich damit irgendwas machen? Nee. Na gut. So, und was mit euch jetzt? Seid ihr lebensmüde? Ja, ja, ist nichts für mich. Ich weiß. Guten Tag. Schon viel mehr aus als davor. Oh, 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 was war das denn für ein Mega-Lag, ey? Heilige. Wer seid ihr denn jetzt? Der Clan von Uzitaz, schon wieder. Was wollt ihr denn? Das sind meine Gegner. Haut mal ab. Mein Loot, meine Gegner. Was wollt ihr von mir? Warum seid ihr hier? Schwindet. Keiner hat euch gesucht oder gerufen. Oh, ist das nervig. Jetzt machen sie die platt oder was? Das finde ich jetzt aber ein bisschen... Oder vielleicht machen die Piraten noch die platt. Wer weiß das schon. Naja, warten wir mal kurz einen Moment. Klingklong, klingklong. Ah ja. Komm, wir gehen mal rauf da. Ja, die machen die platt. Das ist ja blöd. Manno. Oh, toll. Hm. Super. Toll gemacht. Mir meinen Spaß genommen. Mag euch nicht mehr. Oh, wir nehmen jetzt natürlich noch alles mit, was wir hier so, was hier so rumschwebt, aber ich fange jetzt nicht an zu salvagen. Auch wenn da immer coole Ausrüstung bei rumkommt, aber das nimmt dir einfach zu viel Zeit weg. Habe ich gar nicht so richtig Bock drauf. Da werde ich zu bequem. Oder ist noch was? Also rum, so wie gesagt, so lose fliegender Loot, den nehmen wir natürlich noch mit. Abfraglaser. Effektiver Ärger. Abfraglaser, immerhin. Oh, hier, Torpedos kann man auch immer gebrauchen, bis wir voll sind. Oh, da oben ist noch was Blaues. Sehe ich das richtig? Nee, ist weiß. Sah nur so blau aus. Oh, wie enttäuschend. Einfach enttäuschen. Gut, dann würde ich sagen, auf zum nächsten Blip. Blip. Irgendwie. Achso, Moment. Ah ne, der Asteroid war hier, ne? Hatte ich hier jetzt nicht. Hier, doch.
Ich habe eingenommener Asteroid. Muss ich mir noch markieren? So. Aber das steht da ja auch. Okay, das ist gut zu wissen. Ich brauche das nicht nochmal schreiben, weil das steht da schon, ich Idiot. Na gut. So ist das halt. Lieber zu spät als nie merken. Was tust du hier? Verschwinde sofort oder du wirst bezahlen. Ach du. Was haben wir denn hier? Ein Geheimversteck. Ja, also wenn wir gerade eh hier sind. Ne, Freunde? Einmal. Es geht wie durch Butter, ne? Noch einer. Ah, noch mehr. Okay. Okay, es werden immer mehr, sehr schön. Oh, jetzt machen die auch ein bisschen Schaden, ey. Ah, ist wie Moskitos, ey, die nerven auch auf Dauer. Kann auch nerven. Ach, das war's schon. Oh, das ging jetzt schnell. Sektor gesichert. Verbessert. 3500. Das finde ich gut. Ui, 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 ui. Okay, vielleicht sollte ich doch nochmal Wracks abbauen. Heilige. Auch wenn es nur Titan und Eisen gibt, aber... Naja. Haben ist immer besser als brauchen. Man weiß es ja, man weiß es ja. Aber vielleicht auch nur, weil das gerade das... Boss-Schiff war sozusagen. Ich glaube, die kleinen Dinger, die... Da kommt nichts rum. Nicht so richtig. Es explodiert zwar alles, aber... Kommt nicht wirklich viel bei rum. Ah, die Credits sind schon nicht ohne. Da sind schon ein paar dicke Batzen bei. Klong, klong, klong. Ah, da. Da ist nur ein bisschen. Grün zum Beispiel ist da auch. Naja, lohnt sich dann doch schon ein bisschen, muss ich ja sagen. Dann noch brauchen wir echt jeden Fitzel. Vor allem, wenn wir unsere eigene Station irgendwann mal bauen wollen. Ist das vielleicht sinnvoll? Ach, guck mal, da kommt nochmal grünes Zeug bei raus. Sehr schön. So. Standard-Duo-Flak. Okay. Sektor ist zumindest gesichert. Das ist gut. Das heißt, die Piratenbedrohung auch für unser Schiff ist dadurch gesunken. Weil es ja gerade am Rummeinern ist. Oh, da sind noch ein bisschen Kredite. Die nehme ich mit. Okay,
Ach Gott, so viel. Notruf, Notruf. Ich würde gern mal ein Wurmloch. Ich würde jetzt gern mal langsam so ein System finden, wo es ein bisschen Stuff gibt. Also Station und so. Da muss ich mich mal eben kurz umgucken. Wir gehen jetzt erstmal da hin und dann machen wir da mal weiter. Ach, Mist. Ich habe die Kiste vergessen mitzunehmen. Okay, Moment. Es war da, ne? Genau, ein weiter nur, ne? Ja. Nichts gefunden. Das ist nicht viel. Ein Wrack. Ein Stationswrack. Okay. Ja, hallo. Da sag ich doch nicht nein. Oh Mann, und wir haben volles Inventar. Shit. Unser Frachtraum ist voll. Kann man das einnehmen vielleicht? Können wir die wieder herstellen? Kann damit nichts machen, ne? Wenn wir das unser nennen könnten, wäre das so cool. Das sieht ja noch voll intakt aus. C, was? Ach nee, andocken war das, ne? Okay, ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass wir das Ding an unserem Schiff andocken können, aber ich möchte hier einsteigen. Aber das geht nicht, ne? Nee. Gut, da bleibt uns nichts anderes übrig, als es auseinanderzunehmen. Das ist ja schade. Aber es hat auch keine Fracht mehr, ne? Hat es denn irgendwas? Okay, warte mal. Bevor ich jetzt hier irgendwas kaputt mache, gucke ich noch mal eben kurz hier rein. Wrack. Abwracken. Abschleppen. Abwracklaser. Plünderer. Altmetall. Metallschrott. Okay, nichts wirklich zum... okay, ich dachte, wir würden was finden für zum Einnehmen. Warte mal. Jetzt muss ich muss noch mal gucken. Entschuldigung. Übernehmen. Akademie. Entern. Entern? Vielleicht das hier? Anstatt ein gegnerisches Schiff zu zerstören, kann es geentert werden. Dazu braucht man spezielle Angriffstrupps, die in einem Mannschaftstransport und zu dem Schiff geschickt werden. Auf das Schiff für... auf dem gegnerischen Schiff schalten die Truppen des Angreifers sämtliche feindliche Crew aus und sichern das Schiff für eine neue Besatzung. Da fragt sich meistens nicht wert, kann man beim Entern gut Beute machen. Andere Fraktionen sehen das Entern allerdings als Kriegsakt an und ihr Verhältnis zum Angreifer wird sich verschlechtern, wenn sie es mitbekommen. Du kannst Mannschaftstransporter an Ausrüstungsdock kaufen, Angriffstruppen können an verschiedenen Stationen angeheuert werden. Du kannst auch ein Scanner-Subsystem installieren, um zu sehen, wie viele Angreifer man braucht, um ein Schiff zu entern. Ja. Gut. Ich glaube, wir können hiermit nichts machen, außer abbauen. Aber ist da jetzt auch was Interessantes drin? Weil sonst mache ich das Ding nicht leer. Ich schieße es vielleicht zu Kleinholz, um zu gucken, ob da noch irgendwelche Module rausfliegen. Aber das war's dann auch dann. Oh, wow. Ah, hier, diese sind die Lager, ne? Ah, da kommt jetzt auch nicht wirklich was raus. Ja, hier diese Popel-Titan-Dinger, die da rauskommen, die können wir echt drauf verzichten. Nee. Gibt's noch irgendwie Energie? Irgendwas, was wir abmopsen können? Irgendwas Tolles? Bin ein bisschen enttäuscht. Findet man so einen Wrack und dann kann man nichts damit machen. Ganz ehrlich. Okay. Das Ding ist einfach hohl. Notruf ist mir jetzt gerade egal. Irgendwie ist das laggy gefühlt.
Ja, scheiß drauf. Weiter geht's. Das bringt mir nichts. Notruf. Nee, danke. Sweet and considerate heart, come into my world, give me a spark. Dumb landing, visit the planet.